zeige ich euch den Einsatz unserer Präwahlregulierung. Die ist stufenlos einstellbar und das würde wie folgt funktionieren. Also, die Regulierung, die hat zwei seitlichen Schrauben. Mit einem 2,5 mm Imbus kann ich diese lösen. Wenn ich die gelöst habe, lässt sich das obere Teil verdrehen und da kann ich halt die Durchflussmenge einstellen. Und diese Markierung kann man bis zu 180 Grad drehen, also dann auf die andere Seite. Und dann habe ich einen Wasserverbrauch von ca. 7 bis 10 Liter, die ich dort einstellen kann. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Also ich nehme die Regulierung, schraube sie in die Kopfkrause. So, und dann kann ich das lösen, die seitlichen Schrauben mit dem 2,5 mm Imbusschlüssel. Und die Markierung auf 180 Grad ist dann das Produkt wieder zu regulieren. Und dann fängt es wieder auf der anderen Seite von vorne an. Das heißt von 6 bis 10 Liter und dann wieder von 10 bis 6 Liter.